Creep Hustle anscheinend ein Domian-Video gemacht. Live im Fernsehen, der krasseste Domian-Anruf. Das haben wir uns nie angeschaut, weil ich glaube, ich weiß, um welches Video es geht. Aber ich habe mir das nie angeschaut, weil es geht nur 5 Minuten oder so. Wow, mit dem Turtleneck sogar. Oder reinschauen? Das krasseste Crossover überhaupt, oder? Ich bin mir sicher, viele, wenn nicht sogar fast alle von euch werden vertraut sein mit diesem Domian. Mann. Dieser Mann ist Domian. Ich bin jetzt schon gut. Eine Person, die früher im Fernsehen eine eigene Talkshow hatte, bei der er eben als Kummerkasten diente. Je nach Thema des jeweiligen Abends konnten Leute dort bei ihm in der Sendung anrufen, wurden live on air geschaltet und er sprach dann mit diesen Personen über ihr Anliegen. Und manchmal waren ganz lustige Anrufe dabei. Wie zum Beispiel eine Rentnerin, die anrief, weil sie sagte, dass sie sich früher immer mit ihrem Liebhaber auf einem Friedhof getroffen hat. Warum bin ich hier oben in der Ecke? Oder ein... Ja, die Lydia. Oder? Ich wette, wir kennen den. Ein Mann, der 60 Kilo Hackfleisch kauft, um... Ich glaube, das habe ich nie hochgeladen. Das habe ich nie hochgeladen. Da habe ich mich nicht drüber getraut. Damit extrem seltsame Dinge zu tun. Es waren teilweise Personen dabei, die wirklich lustige Dinge erzählt hatten. Und Domian hatte das Ganze dann auch immer mit einer humorvollen Art aufgegriffen. Doch in den vielen Jahren, in denen Domian dies tat, in denen er jeden Anruf annahm, sprach er auch häufig über wirklich ernste und krasse Themen. Und bei diesen Gesprächen kam es hin und wieder zu wirklich schockierenden Schicksalen und teilweise zu wirklich unfassbar verstörenden Anrufen. Ich möchte heute mit euch einmal über die zwei verstörendsten Anrufe reden, die es jemals mitten in der Nacht bei Domian gegeben hat. Okay, weil ich glaube, er redet von Domian ruft Polizei, kann das sein? Schockanruf, Polizei kontaktiert nach Gespräch. Genau, da haben wir kurz mal reingeschaut, aber das war ein Fake. Ist das das? Ich hatte eine gebrochene Nase. Genau, weil da hat irgendeiner angerufen und sie hat gesagt, dass sie von ihrem Freund, also misshandelt wird und bla bla. Und dann gab es da aber irgendwie die Auflösung, dass es irgendwie fake ist, dass sie das einfach erfunden hat. Pixel, Dankeschön. Und dann gibt es noch das zweite. Das da, das ist das, was ich gemeint habe. Das habe ich nie angeschaut, weil erstens gibt es da kein Bild und es dauert nur 5 Minuten. Aber ich schätze mal, es geht um das. Das hat 600.000 Aufrufe. Und wir beginnen mit einem Anruf, der deutschlandweit in den Medien im Jahr 2003 Wellen geschlagen hat, weil er so viele Menschen vor den Fernsehbildschirm schockierte. Und zwar ging es um den Anruf von Christina23. Christina rief in der Sendung von Domian an, um mitzuteilen, dass sie ein riesiges Problem hat. Und zwar ist sie in einer Beziehung mit ihrem Freund, aber dieser Freund ist extrem gewalttätig. Okay, ich schau das jetzt nach. Christina, warte mal, Bildzeitung, warte mal, was steht da in der Schockanruf? Ihr könnt das jetzt nicht lesen. Zeitung später titelte vom 23.2016. 2016? Link zu dem Thema, die Bild damals unter anderem veröffentlichte. Weiterleitungshinweis. Ja, habe ich ja draufgeklickt, oder? Warum soll ich sonst? Ja, alles akzeptieren. Von John Putin, Purakal, Christian Kirch und Dingsibums. Dienstag nach 1:50 in der Früh trieb ein Anruf in Domians gleichnamiger Sorgen-Talkshow auf 1 Live den Moderator in Sorgenfalten auf die Stirn. Wie Bild erfuhr, wurde sogar die Polizei eingeschaltet. Frau während ihres Anrufs verprügelt. So weit habe ich gar nicht geschaut. Warte, ich versuche das mal, ich lasse es hier mal kurz laufen, dann versuche ich mir dann nebenbei, ich mache den Tab dann nebenbei auf und dann probiere ich das da raus. Gebrochene Nase, er hat mit dem Besen auf mein Bein eingeschlagen, war komplett verstaubt, ich konnte... Ach so, Blödsinn, wir sind im falschen Video, sorry. Christina schilderte in dieser Serie, dass eben ihr Freund extrem gefährlich ist, dass die Beziehung allgemein sehr toxisch ist und sie derzeit keine Möglichkeit hat, aus dieser Beziehung rauszukommen. Sie wird quasi durchgehend von ihrem Freund kontrolliert und auch durchgehend bedroht. Mehrfach soll dieser Freund sie auch eben geschlagen haben und das extrem stark. Man hörte letztendlich in diesem Anruf von Christina live im Fernsehen, dass sie wirklich eine unfassbare Todesangst vor ihrem eigenen Partner hatte.
Und Domian hatte natürlich sofort Angst und Panik um sie. Er versuchte alles, um sie zu beruhigen und ihr zu helfen, bot ihr eben auch an, dass sie mit einem Therapeuten sprechen kann. Vielleicht sagt er das sogar. Der eben zum Team von Domian gehörte, aber er fragte natürlich erstmal alle möglichen Details, was genau in dieser Beziehung vor sich geht, was genau ihr Problem ist und welches Ausmaß das Ganze annimmt. Dieser Fall war schockierend und sorgte eben dafür, dass viele Leute wirklich gebannt dabei zuhörten, wie Christina ihre grausame Situation schilderte. Doch dann wurde die gesamte Situation noch viel, viel schlimmer. Denn während sie eben so darüber redete, was bei ihr zu Hause abging, hörte man nach ungefähr 7 Minuten auf einmal etwas Unerwartetes. Denn im Hintergrund war deutlich zu hören, wie eine Tür aufging und auf einmal eine Männerstimme zu hören war. Okay, weißt du was? Den Part, den skippe ich. Pass auf, das ist das hier. Das ist das hier. Das hier habe ich gefunden. So, Domian verurteilt Fake-Anruferin und entschuldigt sich bei Bild. Warte mal, könnte es kommen. So. So, machen die Werbung auch noch weg. Zack. TV-Kummerkasten Onkel Jürgen Domian hat den makabren Scherzanruf einer jungen Frau in seiner Sendung scharf verurteilt. Er sprach von einer üblen und niederträchtigen Lüge und entschuldigte sich bei der Bild. Hatte sein voraussichtlich letzten Jahr Late-Night-Host nochmal richtig Ärger. Fake-Anruferin, junge Frau in der Nacht zum Dienstag. Verlas Domian gestern zu Beginn der Übertragung eine Entschuldigung an die Bild. Verlas. Okay. Bliblablub. In der Nacht zum Dienstag hat eine junge Frau in der Live-Talksendung Domian angerufen und behauptet, ihr muslimischer Freund würde sie schlagen. Während des Gesprächs kam dieser dann scheinbar in den Raum und gebrüllt, dumpfe Geräusche und Schreie der Frau waren zu hören. Alarmierten daraufhin die Polizei, alles richtig gemacht. Domian, absoluter Goat, die zu der Dame nach Hause fuhr. Das Ganze stellte sich als ein makaberer Scherz heraus. Die Frau räumte ein, dass sie den gewalttätigen muslimischen Freund nur ausgedacht und die Idee mit einem Bekannten in die Tat umgesetzt haben. Das ist halt ultra blöd. Nicht nur aus dem Grund, weil das halt von der... Die Person, weil das von der Ernsthaftigkeit halt irgendwie abnimmt oder so. Jürgen, Domian ist sein Nachname? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich dachte am Anfang, Domian ist einfach so wie Kaiser, ne? Einfach so Kaiser, so der Künstlername und Dings. Aber ja, sie hat das anscheinend erfunden. Wem redest du? Jetzt kommt jemand rein. Was soll das? Nein! So, jetzt kommt jemand rein. Wir werden uns sofort um Christina kümmern. Sofort. Jetzt mache ich mir Sorgen. Jetzt mache ich mir ernsthaft Sorgen. Und das ist halt so eine Scheiße, weil du verarschst halt nicht nur hier einen Talkshow-Host, wo du dann sagen kannst, haha, da habe ich jetzt was Tolles angestellt oder sowas. Das hat 700.000 Aufrufe. Das ist unfassbar viral gewesen und so. Und ich habe das am Anfang halt auch geglaubt. Aber ja, ist einfach nicht cool. Und manche Leute meinten danach, naja, okay, es kann ja auch sein, dass sie dann aus Angst der Polizei gegenüber danach gesagt hat, dass es halt ein Joke war und so, aber so wie ich das da jetzt, wie ich das damals herausgelesen habe, bilde ich mir ein, dass der Typ halt auch nicht mal muslimisch ist, deswegen macht das auch nicht mal irgendeinen Sinn, dass das halt irgendwie doch der dann irgendwie sein könnte oder so. Deswegen, ich skippe jetzt einfach mal vor zum zweiten Case. Ja, bei der jungen Frau danach an. Polizei kontaktiert. Ja, genau, das ist das, oder? Um mit ihr zu reden, um ihr zu helfen. Jedoch beide Male konnte er nicht mit ihr reden, weil ihr Freund dort war und im Hintergrund so laut rumschrie und durchdrehte, dass ein Gespräch mit der jungen Frau nicht möglich war. Weil eben die Leute von Domian sicher waren, dass das Leben der jungen Frau gefährdet war, riefen sie die Polizei und die Polizei ermittelte mit Hilfe der Handynummer, von wo der Anruf kam. Okay, sie fuhren zu diesem Haus und im Haus fanden sie dann, so Domian, ein junges Paar. Dieses junge Paar passte genau eben auf die Beschreibung, die man in der Sendung gehört hatte. Doch als die Polizei da war, bestritten beide, dass es zu gewalttätigen Handlungen gekommen sei. Die Polizei bestätigte aber, dass es in der Vergangenheit Meldungen gab, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Wohnung gekommen war. Das bedeutet, das Ganze schien ziemlich realistisch zu sein. Domian sprach davon, dass auch der Therapeut sich sicher war, dass dieser Anruf echt gewesen ist. Bruder, was? Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. The fuck? Okay, also das haben sie nachgestellt, aber es ist trotzdem in der Wohnung öfter mal laut geworden oder so? Bruder. Denn in der Vergangenheit kam es immer mal wieder vor, dass Leute auch Scherzanrufe bei Domian gemacht haben, einfach nur um sich einen Spaß mit ernsten Themen zu erlauben.
Das heißt, Domian sagte, der ganze Fall war definitiv echt und schockierend gewesen. Okay. Doch die Bild-Zeitung titelte anders. Denn schon kurz nachdem dieser Anruf stattgefunden hatte, titelte die Bild-Zeitung damit, dass ein Großaufgebot der Polizei zu der Hausnummer hinfuhr und dort erstmal nur die Eltern antraf von der jungen Frau. Die Eltern gaben dann weiter, wo eben ihre Tochter sich befindet, und als die Polizei die Tochter zur Rede stellte, gab diese zu, dass es nur ein Scherzanruf gewesen sei. Ach so, hä, junges Pärchen haben die da gefunden? Wie jung sind die da? Oder die Tochter ist irgendwie so 15 oder so und fand das halt lustig, aber die Eltern sind halt so in ihren 30ern und so. Und die dachten halt, es geht um sie. Und die haben dann gesagt, na, what the fuck, wer ist Domian? Ich habe da nicht angerufen, und dann sind die da auf die Tochter gekommen. Alles klar. Domian bestritt das Ganze, sagte, dass eben er von der Polizei erfahren hatte, dass diese Meldung der Bild-Zeitung nicht echt ist. Super. Dass eben die Bild-Zeitung hier Falschmeldungen liefert. Wisst ihr was? Es ist in dem Fall ist es einfach egal. Ich hoffe, der Frau und allen Leuten, die da irgendwie involviert waren, die ganzen Nachbarn und bla bla bla, ich hoffe, die wissen alle, was Sache ist, und ich hoffe, denen allen geht's gut. Mir ist es jetzt wurscht, ob das in dem spezifischen Case jetzt erfunden wurde oder nicht. Wenn häusliche Gewalt stattfindet, dann ist es nicht gut, und dann ist es gut, dass Domian hier auch, entweder wenn es ein Fake-Anruf gewesen wäre oder nicht, dass er da sowieso die Polizei rüberschickt, alles richtig gemacht, und das ist das Fazit. Beziehungsweise das Ganze reißerisch formuliert, um Gottes Domian Willen zu diskreditieren, und dass wirklich es einen gewalttätigen Vorfall gegeben hat und der Anruf echt war. Aber auch in einem Interview am nächsten Tag bestätigte Domian, dass dieser Anruf kein Fake gewesen ist, zumindest laut seinen Therapeuten. Die Frage ist jetzt natürlich, dieser unfassbar schockierende Anruf, was stimmt hier? War der Anruf echt oder nicht? Und ich habe ein bisschen weiter recherchiert und fand dann einen Nachrichtenartikel, der einige Zeit später veröffentlicht wurde, wo eben Domian auch sich dazu Stellung genommen hat. Und dort sagte Domian, dass tatsächlich rauskam, dass dieser Anruf nur ein Scherzanruf gewesen ist. Die Person Christina entschuldigte sich später und sagte, es sei eine Wette gewesen, und man meinte es lustig. Sie hatte quasi Reue dafür, was sie getan hatte, aber wahrscheinlich eher, weil sie eben öffentlich Probleme damit gekriegt hat, weil eben auf einmal ihre Daten in der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurden, und sie wusste, dass dies eben eine ernste Sache ist und eben auch mit polizeilichen Konsequenzen bestraft werden kann. Das heißt, Domian fiel hierbei auf einen Scherzanruf ein. Dieser Anruf war eben von dem, was geschah, der verstörendste. Wenn man das nachts live mit... Ey, Domian, okay, ich möchte das hier ganz kurz... So, es kommt der Anruf rein. Das ist Schritt 1. Da denkt er, das ist real. Er schickt die Polizei rüber. Die Polizei findet ein junges Pärchen. Es bestätigt sich, dass es real ist. Kommt dann aber drauf, nein, das war die Tochter. Dann kommt die Bild-Zeitung und sagt, haha, wir haben es ja gewusst, die Tochter war das. Das ist ein Fake. Und dann sagt Domian aber, nein, die Polizei hat mir die Info gegeben, liebe Bild-Zeitung, dass es doch korrekt ist. Und dann später kommt ein Interview, in dem herauskommt, nein, es ist doch Fake. Nicht Paint? Was hast du gegen meine Paint-Künste? Domian soll eine Ehre machen. Der Domian, der tut mir aber nur leid, der kann ja nichts machen. Er ruft, er wird angerufen, er initiiert das ja nicht mehr, er wird angerufen, hört, dass jemand geschlagen wird, ruft die Polizei. So, und dann, was soll er noch machen? Dann kommt die Bild-Zeitung her und sagt, oh, Domian, wir diskreditieren nicht, weil das ist ja nicht ganz richtig, was hier passiert ist. Und so, the fuck soll er tun? So, wenn ich einen Anruf kriege, hallo, ich werde gerade geschlagen und so, naja, rufe ich auch die Polizei. Gehört hat, war man definitiv verängstigt, weil es eben unfassbar realistisch ist. Der blendet auch immer die Bilder dort ein, wo ich nicht bin. Selbst die Therapeuten, Fachleute, die dazugehören, waren sich sicher, dass dies nicht geschauspielt, sondern echt gewesen ist. Aber wenn dieser Anruf nicht echt war, wenn dieser Anruf von Domian eben ein Fake war, was war dann der tatsächlich echte, verstörendste Anruf? Okay. Ich habe ein bisschen recherchiert. Und der verstörendste Anruf ist auch einer der bekanntesten, die je bei Domian gewesen sind. Und zwar geht es um Ludmilla, 15 Jahre. Denn sie rief bei Domian an, und während Domian normal mit ihr redete, fing sie an zu flüstern. Das Thema der Folge war gewesen, ich fürchte mich vor diesem Mann. Und dieser Mann, von dem Ludmilla berichtete, war ihr eigener Vater. Denn ohne genauer auf das Ganze einzugehen, ohne die Dinge zu beschreiben, die ich hier nicht beschreiben kann, da YouTube ansonsten Probleme damit hat, Ludmilla sprach davon, dass ihr Vater ihr schreckliche Dinge antut. Und ich denke, die meisten von euch können sich denken, von welchen Dingen ich hier spreche. Ist das dann das gleiche Video, was ich dann gedacht habe? Warte mal, was habe ich vorhin eingegeben? Domian ruft Polizei.
Nee, das ist nicht das. Mysteriöser Anruf Nummer 1. Domian schaltet nach Gespräch die Polizei ein. Oder ist es die Ludmilla? Weil die, nein, die ist drunter. 2,4 Millionen Aufrufe. Oh mein Gott. Miller hat so eine Angst vor ihrem Vater gehabt, dass sie nicht mehr weiter wusste und sah Domian als ihre letzte Hoffnung, irgendwie Hilfe zu bekommen. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Die ist schon 15. So klar, ist jetzt nicht erwachsen oder so, aber mit 15 hast du eine generelle Knowledge von der Welt und sowas. Also sie versteht natürlich schon, dass es halt nicht richtig ist und sowas, weil ein ganz kleines Kind, das weiß das ja nicht, das hat ja keine Vergleichswerte oder so. Die weiß, dass es nicht richtig ist und die weiß halt auch, dass sie da weg muss und dass sie da irgendeine Art von von Exit halt aufsuchen muss und sowas. So, sie weiß halt nur nicht wie, weil wenn du jetzt zur Polizei, wenn du jetzt abhauen würdest, das ist ja das Risiko dabei, wenn du abhauen würdest und zur Polizei läufst, und die Polizei glaubt dir nicht, weil ich weiß es nicht, vielleicht hat dir das dein Vater da eingeredet. Ja, wenn du zur Polizei gehst, die werden dir das nicht glauben und dann werde ich dich umbringen oder so. Kann ja auch sein, dass er dir das gesagt hat. Und dann denkt sie sich, na gut, dann riskiere ich es nicht, weil was ist, wenn die mich wieder zurückschicken? Weil ich bin halt immer noch 15. Sie kann ja nicht einfach eine Wohnung da mieten und dann alleine leben oder so. Na, auf sie. Sie flüsterte am Telefon während des Anrufes aus Angst, dass ihr Vater wach werden könnte und sie daraufhin wieder diese schrecklichen Dinge durchleiden musste. Nachdem dieser schreckliche Wahnsinn. Anruf, wo man eben diese völlig verängstigte junge Frau hören konnte, vorbei war, waren sich viele auch hier sicher oder hofften zumindest, dass das Ganze ein Scherzanruf gewesen sein musste. Dass so etwas Schreckliches nicht wirklich passiert ist. Doch es kam anders. Denn tatsächlich gab es später eben einen Fall, der durch die Presse ging, der davon sprach, dass ein Vater in Bonn verurteilt wurde. Freiheitsstrafe im offenen Vollzug, das ist gut, das ist gut. Zu 4 Jahren Gefängnis, weil er seiner Tochter 15 Jahre... Warte, was? Nochmal. Wurde. Zu 4 Jahren Gefängnis... Bro! What the fuck? Wann war das? 2016 oder so? Dann hat er mittlerweile, der hätte ja zweimal die Strafe absitzen können. Warte mal ganz kurz. Sendung von 2003. Von 2003. Von 2003, okay, das ist dann 21 Jahre ist das her. Holy shit. Dann hat er seine Strafe, hätte er 5-mal absitzen können. Weil er seiner Tochter, 15 Jahre alt, genau diese Dinge angetan hat. Es war tatsächlich, so sagen es ganz viele Leute, der Fall von Domian. Aber man muss an dieser Stelle sagen, Ludmilla hat also quasi polizeiliche Hilfe gekriegt. Allerdings sagen viele Leute, dass 15 Jahre, die der Vater letztendlich bekam, viel zu kurz waren für die Dinge, die er ja angetan Bruder. Hatte. Aber dieser Fall, auch wenn viele dachten, er wäre fake gewesen, war tatsächlich echt. Es war ein schrecklicher Vorfall live im Fernsehen, wo Domian sich drum kümmerte. Dann brauche ich mich nicht wundern, wenn irgendwelche Leute da Angst haben oder sowas. Imagine, du bist elf und dir passiert das. Und dann hörst du von einem Fall, wo das jemandem angetan wird und dann war der Vater 4 Jahre im Knast. Dann denkst du dir, ah, okay, wenn ich rauskomme, wenn er verurteilt wird, rechtskräftig, und er kommt raus, dann bin ich 15 und dann hast du wahrscheinlich in deinem Kopf, weil du wirst es auch nicht besser wissen, denkst du dir, ah, okay, dann werden sie mich wieder zu ihm stecken oder so. Oder dann wird er mich sowieso, was, weißt du, was aus dem geworden ist? Hat den irgendwie, also ich meine, hat der da die Zeit überstanden oder? Ich fand es ganz interessant, einmal die schrecklichsten Fälle rauszugucken, weil es eben wirklich tragische Schicksale waren, die live im Fernsehen mitgeteilt wurden und wo es im Nachhinein eben auch tatsächlich gerichtliche Folgen gab, beziehungsweise eine weitergehende Berichterstattung. Wenn euch Themen rund um Domian gefallen, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, dann mache ich für euch noch ein weiteres Video. Ich hoffe, dieses hier hat euch gefallen, es war mal was anderes. Wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann. Das war ein Wahnsinns-Crossover. Also die Plot-Twists im ersten und die, Bruder, ohne Spaß, 4 Jahre. 4 Jahre, das hätte ich nicht mal schätzen können. Ich hätte gesagt, ja, okay, im Minimalfall so 8 Jahre oder sowas, wenn er gar nicht vorbestraft war und wenn er der Jesus Christus oder sowas war. Aber 4 Jahre ist Wahnsinn.